Servus! Kakusi, wir haben ein paar Fragen an dich, Haftbefehl. Deutscher Rap ist am Arsch und richtig Blamage. Dein Rap ist Fiat, meiner ist Porsche. Erste Frage. Was oder wen findest du am deutschen Rap so Blamage? Jo, Haftbefehl, meine Frage an dich. Wenn es mit der Musikkarriere nicht so klappt, wie du es dir gewünscht hast, würdest du dann wieder so normal arbeiten oder würdest du wieder bei Null anfangen und irgendwelche Drogen auf der Straße verticken? Da kommt noch einer, oder was? Mhm. Wo kommen die denn her, Alter? Dritte Frage, Biggie oder Pac? Danke fürs Beantworten und Servus! Okay. Der ist doch auf Schwanz, Alter. Auf jeden Fall. Erstmal, Jungs, alle, ihr seid kaputt. Ja, ich komm da mal vorbei, da wo ihr abhängt, ihr müsst mir nur die Adresse beim nächsten Mal durchgeben, wenn ihr bei Klicksum seid. Klicksum, wenn ich wieder bei Klicksum bin, könnt ihr gerne mal die Adresse geben. Ich komm dann bei euch abhängen, trinken wir mal ein Bierchen zusammen. Da in eurer Hütte da, wo ihr abhängt, abkackt, was weiß ich. Auf jeden Fall, erste Frage war, wer so Blamage ist? Viele sind Blamage in der deutschen Rap-Szene. Meistens die Gangster-Rapper, die einen auf Gangster machen und dabei einfach nur lächerliche Deppen sind. Zweite Frage war, weiß ich nicht, dritte Frage. Arbeit, ob du normal arbeitest. Ach so, wieder, oder was zweite Frage, ob ich normal arbeiten würde. Ich werde niemals in meinem Leben arbeiten, weil ich keinen Abschluss habe und ich gehe nicht für 800 Euro arbeiten. Die mache ich lieber in der Stunde. Und dritte Frage war, Tupac oder Biggie? Biggie, Alter. Eindeutige Sache, B.I.G., New York, East Coast, gib ihm böse. Servus!